Ja, echt super, dass wir in dieser kurzen Zeit so einen tollen Platz in diesem angesagten Restaurant bekommen haben. Ja, ich kenne den Besitzer sehr, sehr gut, weil das Ding ist, dass er mir sowieso noch angefallen schuldig war. Beeindruckend. Also, du bist Unternehmer? Was kann ich mir darunter vorstellen? Viele bezeichnen mich als Unternehmer. Das Ding ist aber, ich persönlich, ich sehe mich als Visionär, als Menschenretter und um das einfach zusammenzufassen, alle Kinder. Und das Ding ist, dass ich persönlich stark daran glaube, dass jeder von uns, jedes Individuum eine Vision vom Leben hat, weil da gibt es einen coolen Spruch, die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren bist und der Tag, an dem du herausfindest, wieso. Also das hört sich wirklich toll an und ist auch bewundernswert. Ich so für mich bin mit meinem ganz normalen Job auch sehr zufrieden. Ah, sorry, nein, das zwischen uns, das wird nichts mehr. Du musst wissen, ihr wart mir einfach von meinem Umfeld das Überdurchschnittliche, weil ich selbst auch bin und ich bin der Meinung, wenn ich das leiste, dann soll es mein Umfeld auch leisten. Oh, okay. Also, ich bin eben mehr für Sicherheit und gehe nicht so ein großes Risiko so gerne ein. Wenn Blumenkohl zu Pizzateig werden kann, dann kannst du auch zu allem werden, was du dir vorstellst. Deswegen wünsche ich dir viel Erfolg auf der Reise und wir sehen uns. Nett. Hallo, bitte sehr, setz dich. Danke, ich schaff das schon. Ja, hast du gleich hergefunden? Ja, und ich möchte gleich eines klarstellen. Smalltalk interessiert mich nicht. Ich will eine Vision und das Warum im Leben wissen. Okay, was ist dein Warum im Leben? Gut, dass du fragst. Ich bin eine sehr ambitionierte Frau, die mehr vom Leben möchte, als nur Kinder zu bekommen, Haus zu bauen und zu sterben. Ich freue mich drauf, mein eigenes Hab und Gut durch meine Vision aufzubauen und mehr aus meinem Leben zu machen. Wow, okay. Das heißt, du willst die nächsten Jahre keine Kinder? Nein, zuerst ist es wichtig, die Karriere ins Laufen zu bringen. Und wenn das Ganze läuft, wenn das finanzielle Fundament gelegt ist, dann kann man immer noch über die anderen Dinge reden. Super, dass du da so ambitioniert bist. Und was ist dein Warum im Leben? Ich würde schon gerne mal wirklich ein Haus bauen, mit meiner Familie dort wohnen, meine Frau natürlich heiraten, meine zukünftige. Und meinen Job im Landesamt mache ich auch ganz gern. Und ich habe vom Vorjahr übrigens, wo ich schon ein bisschen stolz drauf bin, statt einen 2-Wochen-Urlaub einen 3-Wochen-Urlaub, weil ich vom Vorjahr eine Woche Urlaub mit übernehme. Ah, viel Spaß ohne mich.